Das Allerschönste in meinem Beruf, also eigentlich der Alltag mit meinem Team und meinen Kollegen. Für mich persönlich ist das wichtig, weil man ja viel Zeit im Büro verbringt. Ne? Und glaube ich, nichts ist schlimmer, als wenn man hier gerne hingeht, weil die Leute blöd sind oder die Räume oder die Arbeit. Ne? Also an sich. Ne? Man ärgert sich schon manchmal über Mitarbeiter beim Jugendamt oder Verfahrensbeistände, wo man immer das Gefühl hat, dass die nicht mehr neutral die Sache betrachten. Auf der anderen Seite bringt da jeder seine eigene Lebensgeschichte mit, ne? Und dass die dann und auch ihre Erfahrungen. Umso größer man wird, umso mehr Arbeit wird es. Und also ich meine, die Work-Life-Balance will ich jetzt einfach mal ansprechen. Ne? Man kann viel Geld verdienen, man muss auch Zeit haben auszugeben. Ist mir das ja nichts. Ne? Und dann will man eben lieber auch mal Freizeit haben. Ne? Und das ist halt schon viel mehr. Ich glaube, wir wollen einfach gut weiterarbeiten und schöne Dinge erleben, also aber jetzt weniger beruflich, sondern so privat, Reisen, ne? Und sowas. Angestellte Anwälte können einem ja viel abnehmen, das ist sicher so, und trotzdem ist es halt auch eine Verantwortung, weil die müssen dann ja auch immer genug zu tun haben. Und damit die genug zu tun haben, da muss ich dann, Entschuldigung, aber da muss ich so in Zweckveranstaltungen dann umgehen, ne? Dass man immer ständig im Gespräch bleibt. Und das ist zwar manchmal netter, aber nicht immer.